Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Es wird endlich Zeit für meinen Testbericht zum Huawei P30 Pro oder auch zum Huawei P30 Pro. Kaum zu glauben, schon 5 Wochen habe ich das Gerät jetzt und ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe das Gerät auf Herz und Nieren getestet. Ich habe es mit anderen Geräten verglichen, natürlich auch mit seinen Konzernbrüdern, dem Mate 20 Pro und auch dem P20 Pro aus dem letzten Jahr. Und was habe ich mir nicht leicht gemacht? Folgende Aussage: Wenn ich nicht so viel mit einem Smartphone filmen würde, wären Videos nicht so wichtig für mich, dann wäre das, glaube ich, mein Gerät. Ich habe schon sehr lange kein Smartphone mehr in den Händen gehabt und ich war dem P30 Pro sehr skeptisch gegenüber. Das nur einfach zur Einordnung. Vielleicht versteht man das am besten, was ich damit sagen wollte. Als letztes Jahr dieses wundervolle Twilight P20 Pro rausgekommen ist, war ich hin und weg. Das, was sie da mit der Kamera Nachtaufnahmen gemacht haben, super. Dann die Akkulaufzeit dazu. Dann kam das Mate 20 Pro von Huawei raus und ich habe eigentlich das P20 Pro nicht mehr angefasst. Und vom Mate 20 Pro jetzt auf zum P30 Pro war ich sehr skeptisch, ob mich dieses P30 Pro dann wieder so fesselt. Ja, tut es. Das ist einfach nochmal wieder eine Schippe drauf. Was die da mit der Kamera machen, ist der Wahnsinn. Aber ich sag's auch direkt vorweg, hier braucht keiner anzukommen. Und so geil das P30 Pro dann ist, aber von einem dieser beiden Geräte dann zu wechseln. Und auch, dass ich das P30 Pro dem Mate 20 Pro vorziehe. Das ist so eher eine persönliche Sache, gerade wie sich das Gerät anfühlt. Ich mag das Draufgucken hier nochmal was besser. Jedoch vermisse ich schmerzlichst 3D Face Unlock. Das ist sowas, ich könnte sie würgen, dass sie es hier nicht eingebaut haben. Und, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch das P30 Pro hat seine Schwächen. Und da ziehe ich den Huawei-Jungs und Mädels die Ohren für lang. Das erzähle ich euch gleich in der Nahaufnahme in den einzelnen Punkten ein bisschen genauer. Trotzdem muss ich sagen, super Gerät, wenn man denn auf Videos oder auf gute Videoqualität verzichten kann, muss ich einfach so sagen. Aber die anderen Punkte, Verarbeitung, super, ich habe noch keinen Kratzer drin. Display, da ziehe ich Ihnen die Ohren lang, dass es so nur eine 400 ppi-Auflösung hat. Ist aber ansonsten ein gutes Display, wieder von BOE. Lautsprecher, nur ein Mono-Lautsprecher, aber der ist wirklich brauchbar. Muss ich sagen, ja, rockt. Performance, okay. Akkulaufzeit, ich habe wieder ein Post-it zusammengeschrieben. Ein Träumchen, ich würde mir wünschen, jedes Smartphone da draußen hätte so eine Akkulaufzeit. Sonstige Features, ne, vieles brauchbar, einiges, naja. Und ansonsten, UVP waren 1.000 Euro. Es gab die Sonos-Vorbestelleraktion, um den Preis gut zu drücken. Also das war wieder eine 1er-Aktion. Jetzt inzwischen geht der Preis so langsam 850 mit dieser Kopfhöreraktion. Also ne, wenn man das dann einrechnet oder man sieht so, also 850 Pi mal Daumen ist so jetzt der Marktpreis. Jetzt wird es langsam wieder okay. Hoffentlich fällt ja auch noch mal was. Aber von diesen ganzen Dingern, es ist auch im Vergleich mit anderen Smartphones. Huawei ist wirklich ganz oben bei den anderen mit angekommen. Und es ist ein tolles Gerät und es hat aber auch Schwächen. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal ein bisschen in die Nahaufnahme, damit ich euch das zeigen kann. So, und wo fangen wir jetzt am besten mit an? Natürlich mit dem Äußeren. Das Gerät von außen. Ich habe es jetzt absichtlich nicht geputzt, damit ihr auch einfach mal seht, was das Gerät für ein Fingerabdruckmagnet ist. Und gerade in der hellen Breathing Crystal Variante, also dieser Farbverlauf hier, na, da sieht man, was sich da im Normalen, also ich habe es jetzt einfach nur, damit ihr seht, so sieht dieses Gerät aus, wenn ihr es benutzt. In der Variante, die wahrscheinlich noch am wenigsten fingerabdruckanfällig ist oder wo man Fingerabdrücke am wenigsten sieht. Großes Lob an dieser Stelle aber für die Verarbeitungsqualität, auch vom Display. Ich habe hier noch nicht den geringsten Mikrokratzer drin. Ich habe nirgendwo einen Kratzer drin, auch nicht am USB-C-Port. Der wird auch hin und wieder benutzt. Natürlich drahtloses Laden wird am häufigsten hier noch verwendet, aber Verarbeitung ist 1A. Ich ziehe den Jungs und Mädels von Huawei aber wirklich die Ohren lang. Guckt mal hier. Hier hatten wir das Mate und die haben die Tastenanordnung wieder weiter nach oben geschoben. Was zur Folge hat, ne, geh mal eben weg, dass ich jetzt nicht mehr, ne, an den An- und Ausschalter komme ich ran, an leise muss ich mich schon strecken und als Rechtshänder kann ich es knicken, an lauter zu kommen. Und als Linkshänder genauso. Ne? Das ist, da denke ich mir auch so, warum habt ihr das wieder nach oben geschoben? Einfach in der Mitte lassen und die Bedienung wäre nochmal netter geworden. Grrr. Vor allem, sie hatten es ja. So, Wusa. Aber ansonsten, also wirklich, 1A Verarbeitung, keine Mikrokratzer bisher, wirklich schön. Nächster Punkt, Display.
Auch ein tolles Display. Helligkeit geht in Ordnung, Farben sind super, Blickwinkel sind toll, Kontraste. Ich mag das Display. Ich habe es wahrscheinlich tagelang inzwischen auf dieses Display drauf geguckt. Mit dem Edge, also mit dem abgerundeten an der Seite, habe ich kein Problem. Hin und wieder sieht man dann doch wie so man. Ich will keinen so einen hellen Streifen oder so einen Schatten, je nachdem aus welcher Richtung man da drauf guckt. Kommt aber durch dieses Gebogene. Ich sage ganz ehrlich, ein gerades Display wäre mir lieber. Jedoch ist das eins von den, obwohl es gebogen ist, fällt es nicht so sehr auf, dass es gebogen ist im Alltagseinsatz. Das will ich sagen. Wo ich aber ein bisschen unzufrieden mit bin, ist bei der Displayauflösung. Wir kommen hier auf 2340 x 1080 Pixel. Das gibt knapp unter 400 ppi. Und das ist so ein bisschen, also natürlich kann ich hier wunderbar drauf gucken und stundenlang drauf lesen und das ist alles scharf. Aber wenn man dann daneben mal so ein 500 ppi Samsung Galaxy Teil hält oder sowas, da sieht man doch mal einen Unterschied. Und das tut mir so ein bisschen leid bei einem 1000-Euro-Gerät. So, also im Alltagseinsatz reicht das dicke aus. Aber ich sage gleichzeitig auch, für ein Flagship wäre eine höhere Displayauflösung vielleicht angebrachter gewesen. Kommen wir zum Lautsprecher und da schnappe ich mir am besten mal ein Video. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land-Video. Ich hatte ja schon einige lustige Unboxing-Videos im Kanal. Aber ich meine, elektrische Zahnbürste. Ja, es wird so langsam. Die habe ich beim vorletzten Xiaomi-Store-Besuch in Paris mitgenommen. Da hatte ich auch unter anderem den Regenschirm. So, was will ich da jetzt kurz damit zu zeigen? Ich weiß, das ist ein bisschen immer schwer einzufangen. Nummer eins, wir haben hier im Vergleich zum Mate 20 Pro nur einen Monolautsprecher. Der ist aber brauchbar. Der ist nicht im USB-C-Anschluss unten eingelassen, sondern extra wieder dieses Mal. Also mal so. Aber der Gerät kommt laut genug, wenn man ihn laut braucht und die Klangqualität geht in Ordnung. Wenn ich damit Filme und Videos gucke, reicht der aus. Das ist ein guter Lautsprecher, beziehungsweise ich hatte echt Angst vor dem Lautsprecher, einfach weil es jetzt wieder Mono ist. Muss man aber nicht sagen, ist ein guter Standardlautsprecher. Dann, wenn wir das gerade zu haben, jetzt fragen die einen, ja, aber wie telefoniert man, wenn hier oben kein Lautsprecher mehr ist? Das ist ja wieder dieses vibrierende Display. Da vibriert aber nichts. Wer damit telefoniert und sich das Gerät ans Öhrchen hält, der muss keine Angst haben, dass sein Kopf oder sein Ohr, dass das alles vibriert. Nein. Auch braucht man auch keine Angst zu haben. Man hat wieder ein bisschen Spiel. Also ich sag mal so, wenn das jetzt hier mein Ohr ist und dann da oben und dann kann ich ruhig mal ein bisschen rauf, runter, links, rechts. Dieses Normale, was man auch von einem normalen Telefonlautsprecher gewohnt ist, dass man das bewegen kann und man hört trotzdem was. Telefonieren, um halt das mit dem Audio direkt fertig zu machen, ist halt Standard. Ne? Wenn ich sagen müsste, vom Telefonqualität von dem Gegenüber verstehen, ist es vielleicht so, wenn das andere Standard 100% ist, dann ist das hier vielleicht 98-97%. Das ist vielleicht so ein Mini-Hauch schlechter als mit einem normalen Lautsprecher, aber gut. Ich persönlich hätte mir jetzt vielleicht Stereo-Lautsprecher gewünscht, zumindest auf dem Papier. Wenn ich dann aber die Mate 20 Pro Stereo-Lautsprecher mit dem hier vergleiche, da steht das P30 Pro dem eigentlich nichts nach und kommt eigentlich, ich will nicht sagen besser, aber auf jeden Fall lauter rüber. Das zum dahin, weil das eine von meinen Hauptängsten war, dieser eine Monolautsprecher. So, keine Angst, auch beim Telefonieren, Sprachqualität, Standard, auch Verbindungsqualitäten, wenn ich hier mit einem Kopfhörer telefoniere, also Bluetooth-Kopfhörer oder wenn ich da einen USB-C auf Klinkenadapter hätte, denn der liegt hier noch nicht mal mehr bei. Wir haben keinen Klinkenanschluss bei dem Gerät, sehr schade und ein Adapter liegt auch nicht bei. Also hier wird komplett auf drahtlos gesetzt oder halt man besorgt sich halt irgendwas mit Adapter oder hat USB-C-Kopfhörer. Da ist überall die Klangqualität auch Standard. Mehr sage ich dazu nicht. Vom Display und dem Lautsprecher machen wir erst die Performance. Ja, könnt ihr jetzt hier einfach sagen, die Kiste rennt. Also es ist immer noch... Ich habe jetzt hier die Android-Tasten ausgeblendet und habe mich jetzt auf die Wischgesten eingelassen. Also auch hier habe ich die Einhandbedienung. Wenn man sich daran gewöhnt, dann funktioniert die auch sehr schön. Und das Rumhoppeln und die Performance und auch bei größeren Apps, das läuft. Hin und wieder habe ich zwar dann doch auch mal so, also immer mal wieder, wenn ich dann doch mal Fotos mache und bilde ich mir so ein, so kleine Animations-, ich will nicht sagen Fehler zu haben, aber dann läuft es wieder nur zu 99% hundertprozentig flüssig. Aber das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Huawei ist hingegangen und im Motion UI wirklich vernünftig inzwischen hinbekommen.
Das Einzige, was ich Ihnen vielleicht an die Ohren lang ziehe, ist, dass wie viele Apps Sie mal wieder draufpacken und naja, Sie versuchen halt da den ganzen Android-Apps was Eigenes entgegen, also den Google-Apps was Eigenes entgegenzusetzen. Aber vieles davon denke ich mir auch nur so, das ist so halbherzig auch wieder umgesetzt, aber das geht jetzt wieder in die Richtung Software. Aber von der Performance, von der Power, vom Bums, was das Ding hat, super Däumchen rauf. In dem Zusammenhang würde ich mir nur wünschen, dass man auch dementsprechend mehr Software- oder Update-Garantien bekommt. Weil ich meine, das Ding ist jetzt mit Android 9 gestartet. Natürlich wird das 10 sehen und ich lehne mich mal aus dem Fenster auch, dass es auch 11 bekommt. Aber ich würde mir auch wünschen, ich meine, wenn ich 1.000 Euro das Telefon bei Apple kaufe, dann weiß ich, das kriegt 5 Jahre locker sein Betriebssystem-Update. Bei den Android-Flagships, und das ist jetzt nicht nur auf Huawei bezogen, aber ich meine, da gebe ich inzwischen auch 1.000 Euro aus und naja, kriege 2 Updates. Vielleicht vereinzelt hier und da mal 3 oder sowas. Klar, die Updates bringen halt, wir sind inzwischen so weit mit den ganzen Android-Versionen, dass da Software- oder Feature-mäßig gar nicht mehr so viel kommen kann. Aber trotzdem, ne, dass es man die Geräte dann auch so lange unterstützt werden und dann nicht nach einem Jahr oder so steht, also gut, jetzt bei den Flagships halt nicht, aber wenn die Geräte ein Update bekommen und dann danach nie wieder, das ist auch Murks. Das ist vielleicht gut für die Industrie, aber schlecht für den Endverbraucher und über die Technikmüllnummer brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber das ist jetzt nicht hier drauf bezogen, sondern es ist halt wirklich eher so ein Android-Problem, was ich auch gerne mal immer wieder ansprechen möchte. So, kommen wir zum das Ding, was mich die ganze Zeit beschäftigt, die Kameras. Und Huawei, ich meine, ich habe es in den anderen Videos immer wieder gesagt, sie haben den grünen durch einen gelben Pixel ersetzt, fangen jetzt damit mehr Licht ein, tun sie das. Aber sowas von, dass ich jetzt hier so viel zum Rumspielen habe bei den Kameras. Eine normale Kamera, dann diese fünffach optischer Zoom. Wahnsinn! An einigen Stellen würde ich fast sagen, fünffach optisch ist zu viel. Dreifach war vorher besser. Aber man kann ja auch hier und da ein bisschen zoomen, weil das digitale Zoomen kriegen sie inzwischen gut hin. Zehnfach Hybrid, der wirklich auch wieder toll ist. Und dann dieses 50-fach digital, was hier und da echt in die Sache Spielerei reingeht, aber auch Spaß macht. Und das ist es. Und ich habe schon selten oder ja, seltenst habe ich so viel Spaß mit einer Kamera gehabt, damit rumzuspielen, damit einfach nur zu zoomen, dann natürlich wieder die Standardsache, die wir seit dem Mate haben, einfach auch den Weitwinkel immer wieder zu benutzen. Und vor allem, ich kann diesen Kamerawechsel auch in den Videos machen. Dann verzeihe ich es Ihnen fast wieder, dass die Videoqualität, also andersrum, dass die Videoaufnahme bei 4K nur 30 Frames ist und nicht 60 Frames und dass das alles auf 10 Minuten begrenzt ist, wo ich mir denke, warum? Ihr habt so geile Kameras, ihr habt die Performance, warum begrenzt ihr Nasen das? Aber dann kreppe ich wieder dieses Gimmick, dass ich auch beim Videofilm einfach zwischen den Dingern wechseln kann. Ich habe dann zwar im Maximum keinen 50-fach-Zoom, sondern nur einen 15er, weil sonst wird das halt mit der Stabilisierung gar nicht mehr hinhauen. Aber das ist so wieder was, auch da kann man wieder mit rumspielen. Wir haben auch wieder unsere Magic Features, dass ich hier den Hauptgegenstand in Farbe dann zeige, ne? Und dann den Rest wieder in Schwarz-Weiß oder in Scharf. Aber das haut halt alles noch nicht so ganz hin. Und ihr merkt, es schießt mich so langsam auf die Videoqualität ein. Denn die ist hier und da brauchbar. Ne? Ja, aber die stehen in keinem Zusammenhang mit der Fotoqualität. Die Fotoqualität ist bombastisch. Der Zoom ist toll. Die Nachtaufnahmen sind super. Ich meine, ich bin mit dem Ding hingegangen, habe mich in einen komplett dunklen Raum gestellt, habe was fotografiert mit dieser Nacht-Langzeitbelichtungsmodus aus der Hand und ich konnte nicht nur sehen, was es ist, ich konnte auch die Farben sehen. Das ist das, was jeder hypt. Da möchte ich ganz ehrlich sagen, das ist schön, also dass man das dann sieht. Man denkt, wie schafft man sowas? Das ist so Kategorie, wer vielleicht mal so ein geiles Nachtsichtgerät auf hatte, der kann das nachvollziehen. Wie geht sowas, fragt man sich dann. Ja, aber die Bilder, die man dann macht bei kompletter Dunkelheit, das, was die Leute oder die ganzen Testnasen da fasziniert, ist nicht die Bildqualität, die dabei dann rauskommt. Weil das ist grausam, das ist Matschepampe. Das will man sich nicht ausdrucken, nicht aufhängen, nicht angucken. Aber wenn man weiß, dass dieses Foto in einem komplett dunklen Raum ohne Lichtquelle aufgenommen wurde, dann ist man von dem Ergebnis hin und weg. Und das ist das, was das P30 Pro auszeichnet, dass das so an vielen Stellen dieses geil, wie geht das? Sei es bei den Nachtaufnahmen oder sei es beim Zoom. Das macht unheimlich Spaß, damit rumzuspielen. Das ist es. So, was man damit von dem Alltag wieder nutzt, ne? Und die Fotoqualität ist gut, auch die normalen Fotos sind toll. Aber wenn ich da einfach nur raushole, knipse, Point and Shoot mache, dann sind auch Samsung-Fotos super, dann sind auch iPhone-Fotos super, dann sind auch Pixel 3-Fotos oder Pixel 2 oder auch Pixel 1-Fotos nach wie vor immer super, ne? Aber wenn man in diese
Nachtfotos, Zoom-Fotos und sowas reingeht, dann oder einfach nur mit der Kamera viel rumspielen will, viele Möglichkeiten haben will, da spielt das P30 Pro absolut seine Stärken aus. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Nein, wobei, nee, weil das ist auch wieder eine totale Stärke von dem Ding. Was regt mich auf? Dass wir nur eine Front-Webcam haben, die auch okay ist, aber dass wir kein 3D-Face-Unlock mehr haben. Das ist beim Mate 20 Pro so ein schönes Feature. Ne, man drückt einfach drauf, nein, geh mal weg, TKKG-Hörspiel. Ne, man tippt einfach mal drauf oder hebt es hoch. Und gut, ich sitze gerade hinter der Kamera, deswegen gucke ich jetzt einmal um die Ecke. Ne, oder ich habe es einfach liegen und hebe es hoch. Ne, und es entsperrt das einfach, wenn man es dementsprechend einstellt. Das ist ein super Feature. Und hier muss ich mich damit begnügen, dass ich wahrscheinlich nur den derzeit besten In-Display-Fingerabdruck auf dem Scanner auf dem Markt habe. Das ist nicht so ganz komfortabel und geht nicht ganz so schnell. Und vor allem, wenn man das nachts macht, dann hat man immer das Leuchten von diesem, das ist ein optischer Fingerabdrucksensor, sprich das Licht muss wieder leuchten, damit der Sensor euren Fingerabdruck scannen oder lesen kann. Ne? Es ist zwar ein schöner Fingerabdruckscanner, aber wenn man das gewohnt ist, ist das einfach wieder... So, jetzt habt ihr mich grumpfen gehört. Aber ich sehe es auch ein, dass Huawei da die Abgrenzung macht in den Technologien, dass die sagen, 3D Face Unlock, das ist Sicherheitsfeature. Sicherheitsfeature ist eher die Mate-Reihe und das hier ist wieder Kamera und Optik. So, obwohl die sich immer, immer näher werden. Was sonst noch? Infrarotanschluss ist an Bord. Das Ding ist IP-zertifiziert. Ich habe es jetzt nicht ins Wasser getunkt und damit rumspielen. Nein. Wir haben wieder diesen Nano-SIM-Karten-Slot mit entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine NIM-Karte, eine Nano-Memory-Card, Huaweis eigenes Speicherformat. Ich sag mal so, brauchen die wenigsten. Ich habe es eher immer im Dual-SIM-Modus betrieben und auch da keine Probleme gehabt. Dual LTE, WLAN-Verbindung, das Ding rockt, GPS ist sauber, läuft. Natürlich wäre MicroSD geiler, aber bei 128 GB Speicherplatz Minimum oder 256, dann kriegt man die Dinger nicht voll. So, dass, also zumindest als Otto-Normalnutzer und die anderen haben ja immer noch die Nano-Memory-Card. Das dazu. Ansonsten Verbindungsqualität habe ich gesagt, egal ob Mobilfunk oder WLAN. Super Empfang, was das Ding auch wirklich solide macht, was mir positiv mal aufgefallen ist, was ich ja immer so sage zu den Abgrenzungen. Der Hotspot, der hier drin ist, der reicht wirklich weit und ist auch endlich mal ein wirklich stabiler Hotspot. Und es bietet sich wirklich an, damit oder bei mir immer angeboten, damit auch immer einen Hotspot aufzumachen und den einfach anzulassen, weil die Akkulaufzeit wieder so geil ist. Ich habe wieder meine Standardtests gemacht, einfach nur damit wir einfach mal so ein bisschen was zum Vergleich haben. Eine Stunde Netflix, Autohelligkeit, 7-8 Prozentpunkte gehen flöten. Das ist in der Regel aber eigentlich hätte ich da 6-8 aufschreiben müssen. Oder auch bei Netflix bei voller Displayhelligkeit wären dann, glaube ich, so auch wieder 6-9. Das ist halt dann, man merkt so einen leichten Unterschied, aber ich finde, das Display auf voller Displayhelligkeit zieht so ein bisschen mehr als beim Vorgänger. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen heller, deswegen daher kommt das. Ich sage jetzt gleich mehr dazu. Eine Stunde Netflix normale Nutzung, also Alltagseinsatz, sind auch 7-8 Prozentpunkte und eine Stunde E-Books und Comics sind nur 6%. Das ist hier immer diese, einfach mal so, um so meinen Benchmark zu machen. Im Alltag kriege ich das Ding am Tag einfach nicht leer. Zwei SIM-Karten rein, dann immer permanenten Hotspot machen und das Ding einfach die ganze Zeit benutzen. Ich kriege es nicht leer. Und als Normalnutzer habe ich hier problemlos 2 Tage, die ich hier hinkriege. Aber ich kriege es einfach nicht leer. Also es ist mir nicht gelungen, die Kiste am normalen Tag, auch wenn ich es dann intensiv nutze, platt zu kriegen. Das ist einfach wieder 1A. Natürlich viel Kunststück mit einem 4200 mAh Akku. Den gab es im Mate 20 Pro auch. Das P30 Pro schafft aber auch mal ein bisschen mehr so im Einsatz, im Alltagseinsatz. Ich komme damit noch mal länger durch. Ich habe, wie oft ich hier drauf gucke und mir dann auf den Akku gucke und mir denke, wie viel Prozent hast du immer noch? Und so. Dann, das Aufladen ist auch ein Träumchen. Ich habe mit dem beigelegten, ich glaube 40 Watt Netzteil, habe ich das Ding von 10-100% in einer Stunde wieder voll. Absolut traumhaft. Und ich habe auch den, das ist ja ein bisschen klein geschrieben, da steht jetzt circa 2,5 G 15 Watt.
Soll heißen, ich habe das Huawei 15 Watt drahtlos Ladenetzteil, Ladegerät, damit wird das Ding in Pi mal Daumen 2,5 Stunden wieder aufgeladen. Ist deutlich langsamer als direkt am starken Netzteil mit Kabel. Natürlich benutze ich ein normales, 10, 12, 15 Watt Netzteil, dauert es auch 2 und mehr Stunden. Aber dieses Schnellladen, wenn man entsprechende Netzteile hat, hier das Ding an Dell XPS USB-C Netzteil oder MacBook Netzteil mit USB-C anschließen und das Ding wird 5 Minuten dran und das, man hat das Gefühl, das Ding hat 25 Prozentpunkte oder eine halbe Stunde dran und 50 Prozent. Je voller der Akku wird, desto langsamer laden die Dinger ja, aber das ist einfach ein Träumchen. Ne? Kurze Strompause und das Ding ist wieder so irre. Auch das ist toll. Nicht nur die Akkulaufzeit, sondern das Ding auch wieder aufladen. So, also Akku ist hier an diesem Ding einfach ein riesen Plus für mich. So, und damit sind wir eigentlich schon am Ende. So, wenn ich jetzt hier so Sachen so... Ich weiß, wüsste jetzt gerade nicht, was ich noch vergessen habe. Ich meine, wir sind das Gerät im Ganzen durchgegangen. Wir haben einzelne Punkte von außen. Gefühl in der Hand und Bedienung könnte ich ja vielleicht noch ein bisschen was sagen. Aber ich meine hier vom Wechselmodus, ich bin jetzt hingegangen, habe den... Wieder, also ohne die Android-Tasten, habe ich ja schon erwähnt. Die Bedienung ist vernünftig. Das System ist endlich auf einem vernünftigen Stand. Es läuft alles flüssig, auch wenn ich hier auf hohem Niveau an einigen Stellen nochmal gejammert habe. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Das ist eine 1A-Performance-Sau. Der Lautsprecher ist gut, vielleicht sehr gut für einen Mono-Lautsprecher. Da bin ich ein bisschen zu sehr hiervon beeinflusst. Aber muss ich sagen, dafür irre. Also wirklich, also dafür ist er wirklich gut, was hier wieder rauskommt im Vergleich. Kamera habe ich einfach gelobt, Point and Shoot, ist er oben ganz sehr gut mit dabei. Und wenn man damit rumspielt und zoomt und Nachtaufnahmen macht oder Lowlight-Aufnahmen macht, ist das einfach die geilste Sau am Markt. Aber was wir hier bei Videoqualität abliefern, ist Murks. Gleiches wieder fürs Entsperren. Ne? Das ist ja schön, dass sie hier, sagen wir mal, den besten Display-Fingerabdruckscanner derzeit liefern. Zumindest so empfinde ich das. Aber 3D-Face-Unlock hätte ich schon wieder schöner gefunden. Und Akkulaufzeit, Traum. Und Empfang habe ich gerade alles wieder erwähnt. Infrarotport, da wird ja immer oft drüber gelacht, aber ich meine, so oft, wer viel unterwegs ist oder, Schabernack mit öffentlichen Fernsehern treiben möchte, da ist ein Infrarotport natürlich immer sehr schön für so eine Bedienung. Und ansonsten war es das. Also wirklich 1A-Gerät, auch für 1000 Euro hätte ich jetzt wieder gesagt, dann hätte ich mir noch die höhere Auflösung gewünscht, die ich mir jetzt auch für 850 Euro wünsche. Dann hätte ich mir auch die anderen Features noch gewünscht, die ich hier bemängel. Aber es ist wirklich ein verdientes, ganz oben mit dabei Telefon. Vielleicht, wenn man das so sagen kann, das beste derzeit verfügbare Android-Telefon. Wobei, lasst euch davon jetzt nicht beeinflussen. Es ist einfach so die Sache, ne? Da sind ja so viele Anwärter, die wir da derzeit haben. Samsung Galaxy S10 Plus, die Pixel 3 XLer zum Beispiel. LG sehe ich persönlich jetzt nicht ganz da oben. Sony meiner Meinung nach derzeit auch leider nicht. Das Feld ist ein bisschen dünner geworden über die Jahre. Aber es ist halt immer, lasst euch davon jetzt nicht irritieren. Es ist halt die Sache, ihr sucht euch bei eurer Entscheidung immer die Punkte raus. Schreibt euch auf, macht eine Liste. Was will ich in dem Smartphone? Worauf kann ich verzichten und worauf nicht? Und danach sucht ihr es aus. Aber auch als Gesamtkombipaket. Das Ding leistet sich bis auf die Videoqualität in meinen Augen eigentlich keine groben Schnitzer. Und bei der Videoqualität jammer ich halt so rum, weil es halt einfach so abstinkt im Vergleich zur Fotoqualität. Aber dafür ist die Fotoqualität umso geiler. Und Akku habe ich jetzt schon erwähnt. Also wir drehen uns im Kreis. Ich finde es gut. Ich finde es sogar sehr gut. Und damit ist jetzt alles einfach mal gesagt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.